Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und ich banne kostbare Momente zwischen Kindern und Tieren auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das besonders wichtig ist. Heute werde ich mit einem neuen Auftragsbild starten. Das heißt, mit den Farbskizzen zuerst mal und ich werde dich ein bisschen zuschauen lassen. Ich werde gleich die Kamera schwenken. Okay. Also das ist das neue Motiv, ein Mädchen mit Hund und Katze. Das Foto ist schon etwas älter, also das ist von jemandem ein Kinderfoto. Und die Kundin möchte sich diesen Moment festhalten und wieder in Erinnerung rufen. Und deshalb ja, malen wir jetzt dieses Bild. Ich habe jetzt schon mal die Haut ein bisschen angelegt. Ist jetzt nicht ganz ideal, aber es geht ja wieder nur um die Farbe, in welche Richtung das es gehen soll. Und ja, jetzt schauen wir mal. Ich habe ja gestern schon mal eine Farbskizze angelegt. Ja, die entsprach jetzt nicht ganz den Vorstellungen der Kundin. Wir haben uns da ein bisschen missverstanden. Sie meinte, sie möchte ein ruhiges, sanftes Bild und die Farben sind ja dann doch zu ruhig, zu langweilig. Deshalb versuchen wir jetzt eine zweite Farbskizze. Was ich schon noch mal aufnehmen möchte, sind diese Beige-Töne. Aber ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie ich die in Kombination setze. Vielleicht könnte es auch so ein gelbliches Weiß sein. Für die Mauer hier. Den Hund, den werde ich schon in so lila Töne gestalten, weil diese Violetttöne, also das ist jetzt nicht so ein typisches Knatschviolett, sondern schon so ein gemischtes, gedämpftes ein bisschen, aber die eignen sich sehr gut für so schwarze Motive. Also richtig schwarz, schwarz verwende ich ja eigentlich nicht. Also das sind immer so gemischte Töne und nicht so ein tiefes Schwarz aus der Tube. Man könnte auch Brauntöne verwenden für den schwarzen Hund. Also das soll ja trotzdem immer noch schwarz wirken, aber eben mit Farbe, die jetzt nicht einfach nur schwarz. Versteht man das? Ah, ich war jetzt länger nicht mehr live. Muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Aber ich glaube, so ein Farbton wäre nicht schlecht. Der ist jetzt fast ein bisschen zu dunkel geworden. Aber den werden wir noch mal. Den werde ich hier für diese Ecke hier verwenden. Und den hier machen wir noch ein bisschen weißer. Ist natürlich jetzt dieses Papier nicht ganz ideal, weil es so ein bisschen Gelbstich hat. Aber ja, es geht nur um die Grundfarbe, welche Grundfarbe wir verwenden. Also es darf auf jeden Fall ein bisschen bunter sein. Es soll fröhlich sein. Das ist eben das Tolle an den Farbskizzen. Die erste Farbskizze ist immer so ein Versuch, so ein Herantasten für mich, um zu schauen, in welche Richtung das ist für die Kundin oder den Kunden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Einfach um die Richtung festzulegen und herauszufinden,
was die oder der Kunde haben möchte. Und deshalb sind für mich diese Farbskizzen immer sehr wertvoll und eben auch der Austausch mit der Kundin dann in dem Fall, um einfach herauszufinden, welche Farbe ihr besonders gut gefällt. Ja, jetzt ist schon besser. Jetzt, eben du merkst, ich muss jetzt selber ein bisschen einfach nachdenken, weil ich habe mir jetzt noch nicht so viele Gedanken weitergemacht. Es ist auch immer einfach so ein Ausprobieren. Für den Boden würde ich so ein, vielleicht sogar den Farbton übernehmen. Diesen hellen. Hier hatten wir es eher dunkler. Vielleicht doch so einen kleinen Graustich mit dem Weiß hier. So einen warmen Ton. Ja, jetzt ist das schon wieder eher dunkler, aber den verwende ich jetzt für die Schattenstellen. Ja, die Haut ist ja nicht ideal von der Farbigkeit her. Werde ich das im Original sicher etwas anders machen. Aber es macht jetzt nichts. Das ist wirklich nur, um zu verstehen, in welche Richtung es gehen soll. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Weiß. Schon noch sehr hell. Kann sein, dass ich es doch noch ändere. Aber ich mache jetzt mal einfach. Und dann schauen wir, ob das passt. Das kann ich dann auch erst genau sagen, wenn alle farblichen Bereiche da sind. Also ich brauche diese Proben auch für mich einfach, um auszutesten, weil wir haben ja immer unterschiedliche Verhältnisse. Das muss man einfach testen, wie die Farbe zusammenwirkt. Weil ich habe hier jetzt eine recht große Fläche. Hier würde ich es eher dunkler dann gestalten. Mal schauen, ob das dann harmonisch bleibt oder nicht. Dann müssen wir halt noch eine Farbskizze machen. Ich mache dann schon, kann schon vorkommen, dass ich auch mal 4, 5 verschiedene Farbskizzen mache. Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie schnell, dass ich einfach eine Lösung finde. Es ist eigentlich eine Lösungssuche, muss man sagen. Ich achte darauf, dass die Farben gut zusammenpassen und eben der Kundin dann auch gefallen. Und das dauert, wie lange es dauert. Vielleicht wäre auch ein Grünton nicht schlecht.
Das könnte ich das nächste Mal ausprobieren. So, ich werde jetzt den Livestream auch beenden und dann noch ein bisschen weitermachen. Und wie es weitergeht mit der Farbskizze, das siehst du auf jeden Fall auf meinem Profil oder in den Stories. Da kannst du das ein bisschen verfolgen. So, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder live. Mach's gut. Tschüss.